Guten Abend, ich grüße Sie. Gut, dass Sie dabei sind. Extra viel Inhalt, XXL-Preis, Mengenrabatt nennt sich das normalerweise. Und den erwarten wir eigentlich auch bei all diesen Großpackungen. Doch unfassbarerweise ist das glatte Gegenteil der Fall. Eine Betrugsmasche, die derzeit im gesamten Südwesten aktuell ist, extrem geschickt eingefädelt und richtig teuer, wenn man drauf reinfällt. Das ist die Sache mit dem Teppichreinigen. Wir wissen ja alle, da sammelt sich Schmutz an in unseren Teppichen, womöglich sogar Motten. Und genau damit spielen die Betrüger und locken uns in eine wirklich böse Falle. Ja, Strafanzeige zu erstatten, das war auf jeden Fall immer eine gute Idee. Der Teppich aus Heidelberg ist inzwischen wieder zurück bei seinem Besitzer. Dreckig allerdings, und das Geld für die angebliche Reinigung, ja, das kann man wohl abschreiben. Seit Telefone und Tablet-Computer gläserne Displays haben und ständig präsent sind in unserem Alltag, gehen sie leider auch ziemlich schnell kaputt. Dementsprechend verkaufen sich Geräteversicherungen wie geschnitten Brot. Passiert halt schnell, das geht einer Marktcheck-Zuschauerin aus Mainz, ist das Getränk drüber gekippt. Klassiker. Aber sie dachte, gut, dafür bin ich ja versichert. Doch hinterher war der Schaden noch größer als vorher. Marktcheck mischt sich ein. Ingwer, da schwören ja viele drauf, gerade jetzt Richtung Herbst, Winter, weil Ingwer den Ruf hat, den Körper zu wärmen und sehr gesund zu sein. Ich kaufe ganz gern diese auch. Ob ich da nicht jede Menge Schadstoffe mit aufkoche? Wie gesund ist Ingwer und welche nimmt man am besten? Was die meisten wohl nicht wissen, wirklich frisch sieht der Ingwer so aus. Marktcheck macht den Test. Eine super Idee, oder? Und dann bleibt ja noch die Frage, wie schält man Ingwer eigentlich am besten? Dazu hat unser Koch Axel Heldmann einen super Tipp und auch ein super Rezept mit Ingwer. Finden Sie alles auf unserer Facebook-Seite und unter swr.de/marktcheck. Und bis 22 Uhr heute Abend können Sie auch anrufen. Wir haben ja das Expertentelefon zum Thema Rente für Sie eingerichtet. Die Telefonnummer wird eingeblendet. Und sollten Sie da nicht durchkommen, die Mitarbeiter der Rentenversicherung sind auch morgen für Sie da. Dann erreichbar unter der Telefonnummer 0721 825 90 000. Und jetzt hier im SWR Fernsehen die Tricks der Drogerien. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder, wenn Sie mögen. 20:15 Uhr. Tschüss.